Eigentlich kann man über Kunst gar nicht reden, weil die ganze Geschichte der Kunst ist eine emotionale Situation, eine Situation der Empfindungen. Und über Empfindungen kann man nicht reden. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich zeige Ihnen drei Farben und dann sagen die, die habe ich am liebsten. A, ich weiß nicht, wie Sie diese Farbe sehen. Sie sagen wohl, wir sind einig, dass sie beide rot ist. Aber was Sie dabei empfinden, können Sie mir nicht vermitteln und ich nicht verstehen. Das heißt, wir müssen endlich mal akzeptieren, dass die Welt nicht einspurig ist. Ja, der Schweizer Künstler Gottfried Honecker hat einen unglaublichen Schaffensdrang. Er ist dieses Jahr 90 geworden und wir widmen ihm ja eine sehr umfangreiche Einzelausstellung auf 4 Stockwerken, also in unserem kompletten Haus, selbst in der Bibliothek, in der wir auch noch einen sehr, sehr schönen, gerade aktuell realisierten Dokumentarfilm zeigen, ein Gespräch mit ihm. Gottfried Honecker hat 70 Jahre künstlerisches Schaffen hinter sich und ich glaube noch sehr, sehr viel vor sich. Und wir haben vor allen Dingen aus der Perspektive des Malers und des Künstlers, der sich ganz stark mit dem Bild auseinandersetzt, diese Ausstellung konzipiert, die nun Werke zusammenträgt, über 70 Werke übrigens von Ende der 1930er Jahre bis heute und somit dem Publikum einen wirklich sehr vertieften Einblick in diese sehr spezifische Beschäftigung mit der Malerei bietet, nämlich eine Malerei, die ja mitunter fast als räumlich zu bezeichnen ist und den Betrachter und die Betrachterin in ein großartiges Spiel zwischen Farbe, Detail, Nuancen hineinführt, mal emphatisch, mal sehr reduziert, mal sehr emotional, was natürlich durch die Behandlung der Farbe, durch die Oberfläche auch kommt. Auf alle Fälle ein Werk, das wirklich außergewöhnlich ist, da es im Grunde genommen alle Medien auch umfasst, vielleicht außer Video. Ich glaube, dass ich heute mit 90 jeden Tag noch 6-7 Stunden arbeiten kann, ist, weil ich nicht nur ästhetische Fragen habe, sondern soziale Fragen habe. Soziale Fragen von mir zur Gesellschaft und von der Gesellschaft an sich. Denn soziale Fragen hören nie auf. Die werden auch noch sein nach meinem Tod. Ich glaube nicht, dass ich es fertig bringe, dass ich die Welt noch ändern kann, so wie ich sie mir vorstelle.